Hallo ihr Bastelnerds, willkommen im Kreativgehege der Hasenschmiede. Ich bin Manu und weiß, wie der Hase läuft. Er hoppelt. Tja Leute, ihr werdet mich wahrscheinlich schon für komplett verrückt und einkaufswütig halten. Und in beiden Fällen hättet ihr recht. Aber ja, es ist schon wieder ein Haul, aber mit einer kleinen Ankündigung. Die kommt zum Schluss. Fangen wir erstmal direkt an. Ich habe eine riesen Sammelbestellung eigentlich gemacht bei Stamp Corner. Und zwar ist da das Schöne, damit man auf seinen kostenfreien Betrag kommt, kann man nämlich bei der lieben Manuela im Shop nämlich sammeln. Und das habe ich getan, deswegen ist es jetzt ein bisschen was, aber alles halt auf mehrere Male gekauft. Ja, das hier ist einfach nur, sind einfach nur Karten mit 240er Grammatur. Dazu noch passende Umschläge und das Ganze in diesem DIN-Lang-Format. Die hatte ich schon die ganze Zeit vor, mir mal zu holen. Jetzt war es endlich mal soweit. Dann gab es, das zeige ich euch gleich als erstes, es gab ein kleines Geschenk für die Bestellung. Fand ich voll süß. Ich kenne die Marke zwar überhaupt nicht, aber auch voll knuffelig. Gucken hier, das sind so zwei Mädels mit Sisters. Also ich glaube, das heißt Sisters, das Set. Voll süß. Und ja, irgendwie erinnert es mich an meine zwei kleinen Quälgeister. Davon steht nämlich gerade eins neben mir. Hier nimmst du und guckst dir an. So. Dann habe ich mir von Elizabeth Craft Designs im Sale dieses Set hier geholt. Fand ich richtig cool. Ich stehe auf Tauchen, alles was Meer und Fischis und überhaupt. Fand ich richtig cool. Und ja, ich sage es immer wieder, der Sommer kommt wieder. Ich freue mich schon richtig drauf. Dann hat natürlich auch Wimsys wieder neue Sachen rausgebracht. Und ich fand das so cool. Guckt doch mal, wie die guckt. So cool. Gut, dann sind dann halt hier auch natürlich die entsprechend immer ganz lustige, süße Sprüchchen dabei. Fand ich auch richtig gut. Und deswegen habe ich mir das auch mitgegönnt. Dann noch von Whimsy. Das ist eine Happy-Stanze. Das ist so in einem, ja, in einem Stück, also ein Wort dann halt. Und ich fand die Größe auch ganz niedlich und die habe... War die ganze Zeit jetzt ausverkauft, war aber dann jetzt wieder da. Und da habe ich es jetzt dann mitgenommen und habe dann auch gesagt, so, jetzt darf verschickt werden. Und was habe ich noch? Natürlich konnte ich auch nicht an CC Design vorbei. Ja. Und schaut euch mal dieses mega knuffelige Kätzchen an. Ist das nicht mega süß? Ich bin noch am Überlegen, ob ich mir dazu auch noch die Stanzen hole. Aber ich liebe Äugel auch immer noch mit einem Blotter, deswegen sträubt es mich da immer so ein bisschen. Aber mal gucken. Also ich meine, bei CC Designs sind die Outline-Stanzen zum Glück ja auch nicht ganz so teuer. Das geht schon irgendwie. Aber oh, süß. Ja, und da eine Katze alleine immer blöd ist, gab es noch das Set mit Katzi und Hundi. Und das ist auch so goldig hier. Oh, allein schon, wie die Katze hier guckt, wie während der Hund sie gerade hier festhält und abschlabbert. So süß. Ja. Ach Gott, ich habe echt so einen leichten Süßfimmel halt, ne? Ja, ja. Und hier habe ich mir nochmal Stanzen jetzt halt geholt. Das sind auch die von CC Design. Halt hier, ihr seht ja, einfach einen Bilderrahmen. Aber da fand ich hier diesen gestitchten Rand ganz schick. Dann natürlich halt immer so ein bisschen Schnicki-Schnacki noch dabei. Und das ist jetzt auch noch rausgekommen, dieses Banner-Set mit den kleinen Buchstaben, die halt natürlich perfekt hier reinpassen. Und das kann man natürlich aber auch für Deko und dergleichen alles verwenden. Fand ich richtig cool. Kostet auch wirklich nicht so die Welt. Und deswegen durfte es jetzt endlich bei mir mit einziehen. Das war schon mal ein Haul, also wirklich nicht viel, wie ihr seht. Und meine Ankündigung werde ich nämlich auch noch treffen. Nämlich, da trifft sich jetzt das Apropos süß. Und zwar hatte ich zuletzt von Kulrike hatte ich eine Karte gepostet. Und zwar mit diesem süßen Felix. Den finde ich nämlich auch total knuffelig. Den habe ich mir mal auf einer Messe geholt. Als Messen noch erlaubt waren. ja, auf jeden Fall hatte ich mir den geholt, weil das ist nämlich ein hessisches Set. Und da hat er nämlich einen kleinen Bembel nämlich noch dabei. Voll knuffig. Ja, und dieses süße Kärtchen ist jetzt schlussendlich irgendwie, glaube ich, mit unter anderem Anlass gewesen, dass ich die Ehre habe, als Gastdesignerin bei Kulrike zu arbeiten. Das heißt, ich bin demnächst auf dem Kanal, also ich werde im Videobereich arbeiten. Das heißt, ich werde demnächst immer wieder
Videos auf dem Kanal von Cool Rieke hochladen. Das gleiche werde ich aber auch dann hier, also das gleiche Video, werdet ihr also auch hier bei mir im Kanal wiederfinden. Das heißt, ja, ihr dürft mir weiterhin einfach treu bleiben, wenn ihr euch das angucken wollt. Ihr könnt natürlich auch gerne mal in den Cool Rieke Kanal gehen. Da gibt es auch noch ein paar ältere Videos, die nicht von mir sind, die aber auch hochinteressant sind. Also, wenn ihr Bock habt, guckt einfach mal rein. Ansonsten wundert euch nicht, wenn demnächst hier öfters auch mal Cool Rieke Sachen auftauchen. Ja, ich freue mich. Ich hoffe, ihr freut euch auch. Mama. Und ich hoffe dann, dass wir uns bald wiedersehen. Bis dann. Ciao.